Hallo ihr. Also, herzlich willkommen in meinem Atelier. Das kennt ihr sicher von letzter Woche Samstag aus der ZDF-Show mit Giovanni Zarella. Das Leben ist ein Mosaik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und jetzt ist hier eine Menge Arbeit angekommen. All eure Anfragen, alle eure Autogrammwünsche und ich würde sagen, wir machen uns erstmal ein bisschen gemütlich. Irgendwann, da war es Liebe. So, herzlich willkommen. Kann losgehen. Hier habe ich heute Morgen schon mal angefangen, weil sonst wären wir ja gar nicht fertig. Alle die CDs, wo nur ein Autogramm drauf muss. Sancho fertig. Also, Spocky ist auf jeden Fall auch dabei und hilft uns mit. Es geht jetzt los. Hey, Spocky! Los geht's! Unsere virtuelle Autogrammstunde startet jetzt! Also tatsächlich habe ich schon heute Morgen angefangen, ganz früh, weil das sind so, ja, etwas über 1000 CDs und Wünsche und das ist irgendwie wahnsinnig schön, ungewohnt zwar, aber so viele schöne E-Mails habe ich bekommen und so viele Wünsche und Freude daran, dass wir uns bald wiedersehen und da müssen wir einfach ganz fest dran glauben. Wir haben ja diese schöne Erinnerung. Wisst ihr noch, im letzten Jahr, als es dieses Mosaikbuch gab, ich habe mir ja auch selber ein Tagebuch daraus gemacht und mit all diesen schönen Momenten und ich habe die Fotos festgehalten von den Autogrammstunden und von den Umarmungen und von den vielen, vielen netten Menschen, die ich getroffen habe. Und wenn man einfach mal reinschaut, zum Beispiel hier, guck, Mittwoch, 10.04. Berlin, Radio Paloma. Marktkaufcenter Luckenwalde, Beetz-Center in Brandenburg, Magdeburg. Wow. Donnerstag, 11.04. Florapark in Magdeburg. 5 Grad saukalt steht hier. Und trotzdem sind so viele tolle Leute gekommen und ich habe so viele Menschen wieder getroffen und komm, wisst ihr was? Schauen wir doch noch mal rein in unsere Autogrammstundentour. Ich bin frei, ohne Wenn und Aber. Pfeif auf das Gezeter und Gelaber. Trag mit Stolz die Schrammen und die Narben. Ohne Plan, nur das Leben atmen. Glück geschieht, wenn wir nicht drauf warten. Meine Welt hat heut Millionen Farben. Wenn ich falle, steh ich auf und ich mach das Beste draus. Nach dem Regen reißt der Himmel auf. In jedem Scherbenmeer seh ich ein Haus. Also dieses neue Album von Andrea ist der Wahnsinn. Das ist das beste Album, das ich je gehört habe. Mutmacherlieder dabei für alle etwas. Tanzen durch die Sterne. Das Mosaik ist Gänsehaut pur. Guck, hier steht 184 Kilometer bis Erfurt. Kaputt, aber glücklich. Ziemlich durchgefroren. Am Schluss ein Doppelwopper. Freitag, 12.04. 3 Grad, es schneit. Wisst ihr noch, wo wir waren? In Erfurt, MDR, Schlagerwelt. Verrückt. Hier, 13 Uhr, Erfurt, es schneit. Schneeregen, 16.30 Uhr, Kaufland, Sömmerda. Und hier, während der Autogrammstunde wird es offiziell. Da steht es, Mosaik Platz 1. Wow.
Samstag, 13.04. Die letzte Autogrammstunde Mannheim Real. 3 Grad. Schneegestöber. Und wer war dabei? Natürlich Hansi und Onkel Pitti. Ach, schöne Erinnerung. Und dann ging es direkt los mit der Karmnebel-Show, mit den Proben für unsere Tour. Tolle Erinnerung. Ich möchte nicht einen Augenblick missen. Und ich weiß auch ganz genau, dass wir uns wiedersehen. Und das ist ja das Schöne, die Hoffnung, diese Zuversicht. Aber komm, lasst uns doch ein kleines bisschen mal arbeiten hier. Ich habe natürlich schon tatsächlich heute Morgen schon angefangen, weil es sind so viele. Ich habe jetzt, meine Damen übrigens haben diese ganzen Ordner vorbereitet. Hunderte von Anfragen. Alles, was nur Andrea Berg, herzlichst Andrea Berg, drauf hatte, das habe ich schon mal hier alles vorbereitet. Habe ich schon heute Morgen gemacht. Und jetzt gehen wir wirklich mal hier an diese Ordner. Meine lieben Damen Martina und Diana haben schon alles vorbereitet, haben mir die E-Mails abgeheftet, einen Umschlag dazu, sodass ich jetzt, ich habe mich übrigens entschieden, dass wir das in Gold machen. So richtig schön. Und ja, fangen wir einfach mal an. Gucken, ob der schreibt. Schau mal, wen haben wir denn da? Claudia. Claudia schreibt, ich bin auch im Januar 66 geboren und habe 2 erwachsene Mädchen. Das Lied erinnert mich an meine beiden. Geh deinen Weg. Die vielen schönen Stunden, als sie klein waren. Boah, da kriege ich ja gleich wieder das Heulen. Man möchte sie immer beschützen und sie um sich haben. Aber es geht halt leider nicht. Wünsche ihnen auch nur das Beste. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Gesundheit. Bis jetzt war ich noch auf keinem Konzert von dir. Darum freue ich mich umso mehr auf Mosaik Live. Aber sobald du wieder auf Tour bist, möchte ich unbedingt kommen. Also, Claudia, kommt mit Claudia her. Claudia kommt aus Rostock. Rostock. Claudia, also dann sehen wir uns bald. Liebe Claudia, sei behütet, herzlichst deine Andrea Berg. Oh, Claudia ist schon unterwegs. Müssen wir nur ein bisschen trocknen lassen, weil das ist jetzt ein Problem. Also dann machen wir mal hier eine Schlange von zum Trocknen hingelegt. So, wer kommt denn dann? Hier kommt Kurt. Nein, nicht Kurt. Wow, ja, den kennen wir doch auch. Wie nett. Schau, da waren wir noch ganz nah zusammen. Aber jetzt bist du hier auf meinem Schreibtisch, lieber Maximilian. Und ich freue mich, dass ich dir jetzt heute... Boah, es ist schon komisch, oder? Aber wisst ihr was? Wir können doch mal reingucken in Geh deinen Weg. Geh deinen Weg, ich lasse dich los. Dabei lagst du doch gestern noch in meinem Schoß. Mein Herz ist bei dir. Auf dich auf, egal was geschieht, du hast ein Zuhause. Geh deinen Weg. Geh deinen Weg. Ups, Maximilian, nur noch ein bisschen trocknen und dann ist es schon unterwegs. Wow. Das hier ist ja vom, ja, guck, vom Heimspiel letztes Jahr. Schönes Foto.
Liebe Andrea, ein großes Lob an dich, wie du in der aktuellen Situation mit dem Thema Corona umgehst und deine Fans animierst, sich an die Regeln zu halten. Ja, ganz wichtig. Desto länger wir und besser wir durchhalten, desto eher können wir wieder das Leben feiern. Ich hoffe ja, dass die Virologen bald einen Impfstoff haben und dass es Medikamente gibt und dass wir nicht mehr Angst haben müssen, uns wieder näher zu kommen, weil das fehlt uns schon allen wirklich sehr. Aber, lieber Alexander, natürlich ist es verständlich, dass das Heimspiel 2020 auf 21 verschoben wird. Wie es zu deinen Ritualen gehört, gehört es natürlich auch zu unseren. Wir haben uns schon so sehr darauf gefreut, im Juli 21 zu kommen. Vielleicht kriegen wir das ja doch irgendwie noch hin. Und sonst werden wir deine DVD einlegen und dich so im Wohnzimmer bzw. auf der Terrasse erleben. Ach, ist doch schön. Alexander. Ich könnte ja mal ein paar Assistenten gebrauchen, aber es geht ja nicht. Ich muss ja alles alleine machen. Ich habe übrigens Mundschutz genäht, ganz viele. Aber da ich ja jetzt hier ganz alleine bin mit meinem super Stativ und meiner Videokamera, Sporky Pen da hinten, auch keine große Hilfe. Aber okay, das kriegen wir schon hin, lieber Alexander. Ach ja, übrigens, ihr habt ja gefragt wegen den, Soundcheck. Ausweisen aus der Goldedition. Die behalten natürlich auch ihre Gültigkeit für die nächsten Konzerte. Wir werden uns ja dann im März wiedersehen und dann werden wir wieder so tolle Soundcheck-Situationen erleben mit so ganz netten Menschen ganz nah dran, mit besonderen Überraschungen, tollen Sängern und ich... Ach komm, wisst ihr was? Ich zeige euch mal ein bisschen was davon. Ich schreibe mal hier ein bisschen weiter. Die Gefühle haben was ich für dich fühle. Doch die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich wirklich denk, verschweige ich. Sonst wüsstest du von mir, ich sehne mich nach hier. Silvia. Silvia aus Rosbach. Silvia war die letzten drei Konzerte in Frankfurt dabei. Und sie schreibt, und sie wäre beim Händedruck beim Hautnah-Konzert am 23.10.2017 in der Jahrhunderthalle fast umgekippt. Um Gottes Willen. Liebe Silvia, schöne Grüße von mir. Ich schreibe dir was Schönes rein. Liebe Silvia, sei behütet. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich genau. Hey Snoopy, es gibt Arbeit. Juhu! Hey Snoopy! Thomas und Stefan waren noch Karneval hier bei uns. Da haben wir noch ausgelassen gefeiert. Aber es wird wieder so sein. Eigentlich könnten wir doch mal ein bisschen Musik hören. Mosaik vielleicht. Mosaik aus unserer DVD. Ja, los, komm. Jedem Scherben seh ich ein Mosaik, bunt und schön wie das Leben, das den Morgen verspricht. Dann wird aus jedem Stolperstein ein Diamant, denn am Ende der Zeit bleibt auch vom härtesten Oh, das ist was Größeres. Also die ganzen Dinger packe ich dann in solche weißen Umschläge hier, solche. Und dann
kommen gleich Martina und Diana und holen die ab und dann gehen sie sofort in die Post. Aber das gleich wird noch ein bisschen dauern. Irgendwann heute Abend. Schauen wir mal, wer mir noch geschrieben hat. Hier ist zum Beispiel Daniel. Daniel hat gefeiert mit seinen Freunden in Trier und hat auch ein Foto geschickt. So, Daniel, du bist es. Ha. Daniel, schon unterwegs. Super. Karin und Kurt aus Düsseldorf kommt gleich. Servus, liebe Andrea, da mein Sohn mein Muttertagsgeschenk, deine Mosaik-Live-CD-DVD, noch gar nicht bestellt hat, darf ich sie nun bei dir mit einer Widmung bestellen. Klar, das mache ich doch. Inge aus Wien. Liebe Inge, zum Muttertag. Ja, für Inge zum Muttertag. Inge, ich weiß, du warst live dabei in Wien. Und jetzt kannst du dir unsere Show immer wieder angucken. Und irgendwann lassen wir es dann auch mal wieder live richtig krachen. Inge, schon unterwegs. Oh, ein ganz langer Brief. Oh, oh. Von Ramona. Gestern habe ich über Facebook von deiner wunderschönen Aktion virtuelle Autogrammstunde erfahren. Ist ganz schön Arbeit, das sage ich euch. Und ich würde gerne zwei Exemplare. Einmal für Bärbel. Ich möchte meiner Mama einfach Danke sagen, dass sie immer für mich da ist, dass ich sie aus tiefstem Herzen liebe und unsere gemeinsamen Konzertbesuche immer im Herzen trage. Wow, wie schön. Für Ramona. Oh, guck mal jetzt. Ich werde nicht weinen. Oh, meine Mama ist seit der ersten Stunde ein Fan von dir. Ramona, schon unterwegs. Ach, guck mal, wie süß. Hier. Das sind ganz liebe Fans aus meiner Heimatstadt Krefeld. Tanja und Lea. Ihr Lieben, ich grüße euch. Eure CD ist schon unterwegs. Da schreibt Ella. Wow. Aus Dänemark. Die Fans aus Dänemark, ja, das ist auch toll. Schön. Liebe Ella und Christian, die Schmetterlinge aus Dänemark, eure CD ist schon unterwegs zu euch. Was haben wir da? Ein lieben Brief von Ella. Ich würde dich so gern wiedersehen. Ach, guck, wie süß. Ella hat unser Maskottchen fotografiert. Die Eintrittskarten von Mosaik in Erfurt. Schon unterwegs. Lisi. Wow, ich möchte hiermit die Mosaik Live CD bestellen für Lisi. Ich bin schon sehr lange ein großer Fan von dir, aber auch von dir als Mensch. Da ich auch im Hospizbereich tätig bin, hast du mit deinem Engagement in diesem sensiblen Bereich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich danke dir, meine Liebe. Markus. Wir sind eine Allgemeinarztpraxis in München und kämpfen jeden Tag für unsere Patienten und gegen das Coronavirus. Spocky, ist es ziemlich langweilig hier? Pennt. Die ganze Zeit. Hier kommt der liebe Tobi. Lieber Tobi, freue mich, dich bald wiederzusehen. Und hier kommt schon dein Album. Boah, jetzt wird es langsam hier ein bisschen eng. Am besten packen wir mal zwischendurch ein paar zusammen in diese Umschläge hier.
Das wird noch ein bisschen länger dauern heute, aber ich verspreche, ich werde alle fertig machen und alle einpacken. Und dann gehen die in die Post und sind schon bald bei euch. Da schreibt Mareike, wünscht sich eine CD für die liebe Lena. Und die Lena war bei mir auf der Bühne beim Soundcheck in Chemnitz. Diese Soundcheck-Besuche, das fand ich schon toll. Das war jeden Tag so ganz energetisch. Und jeden Tag haben wir irgendwas anderes Verrücktes gemacht, einen Song zusammen gesungen oder jemand ist auf die Bühne gekommen. Und also das vermisse ich schon sehr. Aber wie gesagt, die Pässe für die Soundtracks im nächsten Jahr behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann machen wir wieder ganz tolle, verrückte Sachen. Da haben wir den lieben Peter. Lieber Peter, deine Mama wird 90. Stimmt, die hat uns hier besucht, das weiß ich noch. Da schreibe ich was ganz, ganz, ganz Schönes. Ist schon unterwegs, Peter. Margit und Bernd, wir sind Fans von dir von Anfang an. Unser erstes Konzert von dir haben wir vor sehr vielen Jahren in Cottbus besucht. Damals noch in einer kleinen Halle. Wir waren extra aus Berlin angereist. Natürlich waren wir auch in diesem Jahr wieder bei deinem Konzert in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Wir waren auch bei der Autogrammstunde zu Mosaik in Berlin vor Ort. Ach, wie schön. Margit und Bernd. Ich schreibe euch was ganz Schönes rein und dann ist das Album schon auf dem Weg zu euch. Wo ist denn eigentlich mein goldener Stift? Hier. Margit und Bernd. Können wir nicht mal wieder ein bisschen in die CD reinhören, in die DVD reinhören? Könnten wir doch machen. In der Zeit schreibe ich mal hier was Schönes für Margit und Bernd. Wenn wir an Wunder glauben, können sie geschehen wie. Steh auf und tanz, dreh dich ins Licht, weil wirklich alles möglich ist. Wer deine Träume nicht mehr ein, hab den Mut, du selbst zu sein. Trau dich. Hier schreibt uns Wolfgang. Hallo liebe Andrea, tolle Idee. Ich bin seit 1995 ein so großer Fan von dir. Deine Lieder sind so mega wunderschön, gehen in mein Herz. Meine Seele geben mir Kraft, Hoffnung, laden ein zum Träumen und Tanzen. Ich habe am 26. April Geburtstag und werde 43. Also das ist jetzt zwar ein bisschen nachträglich, aber Wolfgang, das könnte ich doch draufschreiben. Lieber Wolfgang, alles Liebe zum 43. Geburtstag. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wolfgang, kommt sofort. Aber wo denn? Lieber Wolfgang. Da schreibt uns Regina, mein Enkel Pelle ist 4 Jahre alt und ein großer Fan von dir. Er hört immer deine Lieder, wenn er bei uns ist und schaut sich auch deine DVDs an. Schade, dass dein Heimspiel ausfallen muss. Wir sind jedes Jahr dort mit dir und haben viel Grund zum Feiern. Also wir werden auf jeden Fall wieder feiern und wir werden wandern gehen und grillen zusammen. Ich glaube, ja, vielleicht ist es auch so ein kleiner Tritt in den Hintern, dass das nicht selbstverständlich ist. Und vielleicht
ist es ja auch so der Schlüssel zum Glück, dass wir noch viel, viel bewusster die Augenblicke genießen. Und ich werde auch wieder runtergehen und ich will auch wieder die Menschen in den Arm nehmen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass das bald so kommt. Wisst ihr was? Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Das kann ganz schön dauern. Aber ich werde alle heute fertig machen. Und wenn das bis in die Nacht hineingeht und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Habt ganz viel Spaß mit der DVD, mit der Live-CD und bleibt zuversichtlich und gesund. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön.